Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Recipe for Disaster. Ja, also, ich habe ja so ein bisschen was zu beichten. Und zwar geht es darum, ich habe da etwas verwechselt. Ich habe gedacht, dieses Level haben wir schon gemacht, das haben wir alles schon bestanden. Und ich habe gedacht, mein Speicher wurde nicht richtig gespeichert. Also mein Fortschritt wurde nicht richtig gespeichert oder unser Fortschritt. Ja, die Sache ist jetzt nur, ich habe jetzt hier schon ein bisschen weitergespielt, weil ich gedacht habe, na gut, dann musst du jetzt wieder auf den alten Speicherstand spielen. Ja. Und irgendwann überlege ich, Moment mal, hast du dieses Level überhaupt wirklich schon gespielt? Ich habe gedacht, das zählt ja tatsächlich noch zum, wie heißt das noch gleich hier, zum, ach Mann, ich komme gleich Tutorial. So heißt das Ding. Und dann habe ich mich gewundert, wo Chef Mike ist. Und dann habe ich mich gewundert, warum Juna hier schon rumläuft. Naja, gut, jetzt weiß ich's. Also, sonderlich viel ist nicht passiert tatsächlich. Außer, dass mittlerweile der ganze Laden dreckig ist. Stefanie überhaupt nicht mehr hinterherkommt mittlerweile. Wir in den Schulden sind. Deswegen abends auch immer gerne wieder Sachen verkaufen müssen. Weil, wenn man in den Schulden ist und man den Tag beendet, dann ist man wohl bankrott und dann ist das wohl, ja, gelaufen sozusagen. Ja, und deswegen verkaufe ich immer einen Kühlschrank. Ich habe mittlerweile hier noch eine Arbeitsplatte dazu gekauft, weil ich habe noch ein paar Rezepte dazu gemacht. Und zwar, es gibt ja leckere Muscheln in diesem Rezept, in diesem Restaurant. Es gibt Kalamari, es gibt gegrillte Hähnchen. Hähnchenschenkel eigentlich, würde ich sagen, aber das sind Hühnchen Schl. Hähnchen Superfritti und Spaghetti hatten wir ja schon gemacht. Jetzt habe ich noch Schweineelende dazu gemacht. Ich fand das den Namen makabererweise leider sehr passend. Und Sardinchen, weil sie alle Sardinen verlangt haben. Und genau, wie man irgendwo hier unten sieht. Da genau. Auf der Karte gibt es nichts, was ich mag. Ich dachte, ihr gebt das gegrillte Sardine. Und das hatte ich halt mehrfach. Ja. Deswegen habe ich gedacht, guck mal, hier zum Beispiel auch wieder. Deswegen habe ich gedacht, jo. Huch. Das war F1. Ich weiß nicht, was dann. Ah. Oh. Schade, ich kann nichts eingeben. Ich dachte, das ist eine Cheat-Konsole. Und wir können uns unendlich viel Geld cheaten. Aber wir bräuchten vielleicht wirklich noch eine Kraft. Das machen wir aber mal, wenn wir wieder im Positiven sind. Weil die Küche sieht wirklich schrecklich aus. Guck dir das an, wie die Küche aussieht. Wir brauchen wirklich jemanden, der ganz gerne kocht. Ganz gerne putzt. Hätten wir hier jemanden, der das liebt zu... Guck mal, Laura. Ist nur faul. Weißt du, was wir machen? Wir stellen die jetzt einfach mal ein. Und dann mache ich jetzt einfach mal Säuberungsbereiche. Ach so, deswegen. Laura. Ich würde gerne dort Laura hinsetzen, genau. So, und Stefanie dorthin machen. Dass wir Stefanie ein bisschen entlasten. Wo ist denn Laura? Ist Laura schon da? Da kommt Laura. So, hier ist es glänzend sauber. Sehe ich anders, aber du bist auch wirklich nur zum Putzen da. Tatsächlich, reinigen. Ganz oben die Priorität. Genau. Kann sie servieren zur Not noch? Aber wobei, dafür haben wir eigentlich hier Robert. Laura ist nur zum Putzen da. Es geht nämlich gar nicht, wie das hier aussieht tatsächlich gerade. So, hier putzen Juna und Robert. Sehr gut. So, sehr gut. Und dort ist tatsächlich nur Stefanie für zuständig, weil wir hatten, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, wir hatten ja, wir mochten ja nicht schnippeln. Hier Arbeitsplatte. Das mochten wir ganz und gar nicht. Ich habe aber hier für ein Level Up bekommen,
kein Hass entfernt eine Hassaktion. Dadurch, dass wir halt hier das Schnippeln an der Arbeitsplatte gehasst haben, ja, habe ich das halt einfach weggemacht. Aber jetzt können wir es ja wieder, also jetzt können wir sie ja hier einsetzen, also Juna. Weil sie das ja jetzt nicht mehr hasst. So, aber ich hoffe, Laura macht jetzt hier schön ordentlich sauber. Das gefällt mir. Laura, magst du bitte auch die Küche sauber machen? Also ich, klar, der Gästeraum geht natürlich vor, aber... Weil vorher war Stefanie dafür da, aber Stefanie kommt halt einfach nicht mehr daher. Ach, guck mal, jetzt wollen sie nämlich alle frittierte Rippchen haben. Ja, später. Kalamari war gut. Oh, guck mal, jetzt sind mittlerweile alle ganz zufrieden damit. Ja, guck. Hier sieht das auch gut aus. Jetzt sieht das langsam wieder sauberer aus. Achso, der möchte gerne gegrillten Schweinebauch haben. Und hat dann nachher ein Hähnchen super fritti genommen. War aber mies. Alles klar. Huch. Oh nein! Wir sind bankrott. Scheiße, ich habe vergessen zu zu verkaufen. Na gut, wir müssen Level neu starten, würde ich sagen. Ne? Das ärgert mich jetzt total. Oh Mann. Und die Sache ist noch extra. So. Familienbetrieb, ganz genau. Das ist das halt, ne? Das sieht sehr merkwürdig aus mit dem Kaktus hier. So, und dann hatten wir hier nämlich als erstes nämlich die Toiletten gebaut. Warte mal, wo können wir die Toiletten bauen? Dort. Wo war denn noch die Wand? Da. Stimmt. So war das. So. Und dann haben wir das nämlich irgendwie so gemacht, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Und dann haben wir die, glaube die ganz normale, stabile Tür reingemacht. Aber ich würde gerne einmal, da hatten wir das Waschbecken. Da hatten wir jeweils die Waschbecken, ne? Das heißt, dann hatten wir hier die Eingänge. Sehr gut. Fußböden färben. Immer hier mal die Fliese. Zack. Sehr schön. Ich würde aber gerne hier auch nochmal gerne den Fußboden erneuern. Ach, guck mal. Och, ist das schön mit dieser Wand. Das ist 1:1 quasi dasselbe. Na gut, aber Wände färben, das können wir auch immer noch später machen. So. Ach so, und dann hatten wir... Genau. Hier jeweils noch. So. Und dann hatten wir nämlich... Sag mal, wo sind denn die Toiletten? Kabinentür, nämlich hier hinten. Zack. Genau, sehr schön. Hier hatten wir jeweils die Spüle. So, sehr schön. Und die Toilette. Dann haben wir diese Aufgabe auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Und dann hätte ich, glaube ich, ganz gerne... Das sind die Holzspiegel, okay. Zack. So. Genau. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. Die Sache ist halt, wir brauchen mehr Platz, ne? Das können wir alles nutzen? Was ist denn das hier für ein Haus? Ah. Wie viel Geld haben wir da noch für übrig? Ah, es ist nicht so viel. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Grill. Da kommen wir nicht drum herum. Ich würde aber gerne bewegen. Ich würde das schon gerne hier irgendwie hinhaben, ne?
Nee, die wollte ich. Die kann gut und gerne dort stehen bleiben. So. Bewegen. Genau. Weil warum soll das hier mitten im Raum stehen? Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Und dann würde ich hier gerne noch eine Arbeitsplatte hinmachen. Ich glaube, das ist ganz gut so. So. Dann müssen wir hier nochmal die Tische ein bisschen irgendwie bewegen. Ich glaube, so kann das gerne stehen bleiben. Ja. Bewegen. Das machen wir mal hier in die Ecke rein. Das ist so eng hier. Und dann noch da, der Stuhl hin. Sehr gut. Es ist halt leider echt eng hier, ne? Kann ich das so hinstellen? Das geht auch. Okay, sehr gut. Ja, dann ist nur leider die Tür blockiert. Okay, ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das machen sollen. So. Ich hoffe, die kommen hier trotzdem noch durch. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, ich würde sagen, wir öffnen mal. Sehr gut. So, wie viel Personal haben wir jetzt eigentlich? Nur uns. Das ist nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall ein neues Personal einstellen. So, wir brauchen jemanden zum Putzen. Und zum Bedienen. Guck mal, die kann putzen und bedienen gleichzeitig. Der liebt es zu bedienen. Stuft schneller hoch. Okay, die kann aber auch echt gut grillen, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, wir stellen sie ein, weil die liebt reinigen und bedienen. Das ist sehr gut. Wir brauchen erstmal eigentlich nur jemanden als Hilfe halt. Wenn, zack. So. So, und den Rest, den machen wir halt einfach hier in der Küche. Wir kochen. Claire ist draußen. Ich denke, das kriegen wir hin. So. Ich weiß, ich mag es nicht. Also, Juna mag es nicht, aber... Naja, gut, da muss sie jetzt durch. So. Eigentlich wäre das auch schon fast viel schlauer gewesen, das hier den Gastraum zu machen. Und das hier vorne die Küche zu machen, weil das ist halt viel größer. Aber na gut. Weil so eine große Küche macht ja keinen Sinn, wenn du keine Gäste bedienen kannst. Oh, der erste Gast. Hallo. Ja, ich weiß. Also das Zeichen hier bedeutet, warte, kann ich auch gleich mal zeigen, klaustrophobisch, dieser Gast fühlt sich in engen Räumen unwohl und tatsächlich ist leider der Raum zu klein. Ja, das stimmt. Ach so, warte mal, wir müssen auch noch mal ein paar Preise erhöhen. Das ist, können wir nicht erhöhen? Wieso können wir das nicht erhöhen? Das verstehe ich jetzt nicht. So, ich lasse erstmal die Speisekarte so. Ich denke, die ist ganz gut. Aber gleich können wir auch noch mal gucken, ob wir vielleicht noch mal was anderes zubereiten. Und zwar zum Beispiel die Hähnchen, die Schweinelenden. Was ist mit ihm denn los? Der ist aber ganz schön gelb. Das sieht gar nicht so gesund aus. Wie bei den Simpsons so ein bisschen, ne? Ist das nicht... Also, es hört sich jetzt doof an, aber wenn man so gelb wird, hat man dann nicht irgendwie die Gelbsucht und hat man dann nicht einen Leberschaden? Arbeitskraft verfügbar, was heißt das? Was zur... Echt jetzt? Da bewirbt sich jemand? Das ist ja irgendwie cool. Hallo, wer bist du? Sag mal, stell mal bitte vor. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus.
Wir schnacken mal, also Junior kann mal gerne mit ihr schnacken. Hallo, Naomi Russell. Wenn ich ehrlich bin, koche ich schrecklich, aber dabei ist es mein Traum, Koch zu sein. Oh, 1,34 Euro die Stunde und dann wollen wir nochmal Lohn verhandeln. Aber die ist halt, kommt schon hierher, aber ich würde gerne wissen, was die kann und was sie nicht kann. Nee, wir können erstmal, na, tut mir leid, aber wir können leider erstmal keinen weiteren gebrauchen. Was heißt das? Keine Wände verbringen. Guck mal, hier sieht man das nochmal wunderschön mit den Wänden. So, Juna ist halt auch echt... Ja. Ach so, und wir hatten tatsächlich zwischendrin auch einen kleinen Nervenzusammenbruch. Also Juna jetzt. Die ist hier wie von einer Tarantel gestochen, einmal quer durch den gesamten Laden gelaufen. War auch interessant, diese Erfahrung. Also erst ist natürlich servieren und danach reinigen. So, das, hier schmatzt jemand. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Ich mag auch dieses, es gibt ja dieses ASMR, ne? Und ich bin ehrlich, ich kann mir dieses Geschmatze nicht anhören. Da kriege ich sofort Gänsehaut. Das ist mir so unangenehm. Ja, ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die finden das total klasse und gucken das gerne zum Einschlafen, zur Beruhigung oder sonst irgendwas, aber ich finde das super gruselig und super unangenehm. So, aber es hat sich halt bewahrheitet, oder nicht bewahrheitet, aber es hat sich gezeigt, die Leute kommen hier doch einmal querbeet durch. Das heißt, wir können das jetzt auf jeden Fall alles so stehen lassen, sehr gut. So, ja, unsere Bewertungen sind so mittelmäßig, aber wir haben trotzdem eine Beliebtheit von 20%. Das ist okay. Was wollte ich machen? Achso, ein bisschen Preise erhöhen. Können wir nicht erhöhen. Ich weiß nicht, warum. Wir sollen die Preise nämlich von 3 Sachen erhöhen. Und dann haben wir das nämlich... So... Leckere Muscheln war mies, Hähnchen Super Fritti war gut, Hähnchen Super Fritti war mittelmäßig teuer. Aha. So, das Ziel haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Beliebtheit bekommen. Haddock wird knapp. Kalamari kann nicht zubereitet werden. Ja, das kriegen wir ja gleich wieder neu. Oder bald wieder neu. Das sollte ja kein Problem sein, denke ich. Warte mal, unser Rezept verwendet im Lager. Also Minimalbestand sehe ich gerade, haben wir hier gar nicht. Ich mache mal alles auf 5. Ich finde 5 ist immer so eine gute Anzahl. Das heißt, dann werden wir auch gleich eine Menge Geld ausgeben, wenn das nächste Mal geliefert wird. Oh, was war das denn? Hier, Kalamari. Seltenstes Gericht. Ja. Achso, 64 Euro. Okay, das geht ja noch. Das haben wir hier sogar. Ich würde halt nur gerne den Gastraum anbauen, ne? Was ist denn jetzt los? Chefin möchte mal, also unser... Meine Katze ist ernsthaft krank. Könntest du mir vielleicht 200 Euro geben, um den Tierarztrechnungen zu helfen? Achso, okay. Eigentlich mag ich Hunde lieber. Och Gott, wie Sünde. Natürlich, ich liebe Tiere. Hier, bitte. Ich wünsche deiner Katze eine rasche Genesung. Ja, eigentlich haben wir das Geld nicht. Hätte ich mal ein bisschen weiter... Ja, weißt du was? Wir machen es einfach. Ich bin nun mal leider sehr tierlieb. Was heißt leider, aber... Ich kann bei meinen Mitarbeitern doch nicht zuschauen, wie die Katze da stirbt. Nur weil sie die Tierarztrechnung nicht bezahlen kann. Weil wir ihr, wie viel zahlen wir ihr? 2,12 Euro die Stunde bezahlen, so rum. Da können wir ja nicht bei zuschauen. Wir wollen ja als guter Chef davon kommen, ne? Also so ist das ja auch nicht. So, guck mal, jetzt haben wir das Geld auch fast wieder drin. Wenn die bezahlen, dann sollten wir das Geld auch wieder drin haben. Sehr schön. Guck mal, und die haben ja jetzt schon aufgegessen, die hier zumindest.
Er muss mal auf Toilette, das ist okay. Dafür sind sie da, dafür haben wir sie gebaut. Ich finde die Lösung hier ganz gut mit den Toiletten tatsächlich. Kalamar wird knapp. Was will der haben? Okay, gegrillte Hähnchenschenkel. Warte mal. Aber was möchte der denn haben? Das sagt er uns doch gar nicht, oder? Gibt es nichts, was ich mag. Was? Warum ist denn hier nochmal die Übersetzung? Aber was mag der denn? Burgerbrot und Salat. Oh, Rippchen und gekocht. Aha. Rippchen haben wir gar nicht. Aber das können wir vielleicht auch nächst, also morgen nochmal wieder gucken, ob wir uns Rippchen dazu holen. Wir können es halt leider nicht jedem recht machen, ne? Guck mal, der hätte gerne Räucherlachs. Naja, wir haben nun mal auch, guck mal hier, zwei Fischgerichte auf der Karte. Wir können ja jetzt auch nicht hier 20 Fischgerichte machen. Wir sind ja kein reines Fischrestaurant. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wie heißt das eigentlich, das Restaurant? Steht das hier nochmal irgendwo? Oh, das hörte sich gar nicht mal so gut an. Personal? Nee, ich glaube, unser Laden hat gar keinen Namen. Ihr Menü? Nö. Unser Laden hat keinen Namen. Finde ich auch okay. Gut. Oh, da ist er schon wieder. Der war... War das Brad Stevens? Das weiß ich gar nicht. Hier ist es zu schmutzig. Was? Wo ist es denn schmutzig? Stimmt doch gar nicht. So, ach so, sie macht eine Pause. Ja, kurz vor Feierabend nochmal eine Pause machen. Das ist auch immer ganz gut. So. Salamari, ja, okay. Claire war ein wenig unhöflich. Niemand mag dieses Restaurant. Ja, tut mir ja leid. Das werden wir schon hinbekommen. Guck mal, wir haben 318 Geld gerade. So, guck mal. Ach, guck mal hier. Claire bediente mich extrem schnell. Haben wir 19 Mal bekommen. Hier ist es sauber. 14 Mal. Ja, hier könnte es besser aussehen. Okay. Ja, gegrillter Räucherlachs war nur ein einziges Mal. Ja. Okay. Die Finanzen, ist irgendwie nichts passiert. So, und dann bin ich mal gespannt. Also, Juna hat ganz viel gekocht. 76%. 11% faul rumgestanden. Aber wir haben beide nur, also sie 12, ich 11% faul rumgestanden. Müde, reinigen. Ach, guck mal, reinigen hat sie auch 34% gemacht. Also, Claire ist schon ganz gut ausgelastet. So. Die wollen alle... Okay. Gerichte. Calamari lief am besten, genauso wie leckere Muscheln und Hähnchen Super Fritti. Gegrillte Hähnchenschlenkel. Ja, die liefen nicht so gut, aber ja. So, ich würde gerne tatsächlich. Es kostet das, eine Wand zu bauen. Das ist nicht so teuer, wie ich dachte. Guck mal. Vielleicht auch nochmal den Baum hier verkaufen, das auch verkaufen. So. So. Und so. Dann würde ich gerne die Wand abreißen. Wie kann ich das denn jetzt hier machen? Kann ich die Wand nicht abreißen? Was ist denn das? Also einmal müssen wir mal gucken. So. Test des Rongs ist nicht zugänglich. Bitte überprüfe die markierten Felder. Ja, ja, ich weiß. Aber ich würde gerne... Aha! Siehst du wohl, geht doch. Den Boden färben. Das kann ja nicht so teuer sein, oder doch?
Ja, ich lasse die Wände auch erstmal so. Wände färben. Ist das hier? Nee. Ist das hier? Ja. Na, ja, das sollte vielleicht schon einheitlich aussehen, dass das nicht ganz so angebaut aussieht. Ja, also gut, das ist wahrscheinlich, eh. Kann ich? Ah. Sehr schön. Das Drehen ist halt noch so ein bisschen mühselig. Nee, ich hätte gerne die anderen. So oder so. Das wirkt zu sehr mit dem Boden, ne? Irgendwie so komisch, oder? Machen wir mal so. Oh, eine hübsche Blümchentapete hätte ich gerne. Ja, das ist niedlich irgendwie. Das mag ich leiden. So. Weil das ist zu viel Blümchentapete, oder? Ist da Flamingos drauf? Ne, das sind auch Blümchen. Okay. Oder doch die. Oh, nimm mal die hier. So ist zwar auch ein bisschen viel, aber ja. So. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 260, sehr schön. Dann hätte ich jetzt noch gerne irgendwie ein Fenster. Glastür, nein, ich hätte gerne ein Fenster. Ach, das ist eine Glastür. Haben wir keine Fenster? Doch hier. Weil dann können wir nämlich hier den Gastraum auch schon viel größer machen. Dann können wir nämlich das hier vielleicht löschen. Ich lösche das alles erstmal. So, dann können wir hier nämlich komplett neu anfangen und dann riecht das halt auch frisch renoviert, ne? Ich meine, wer kennt das nicht? Wenn man gerade frische Möbel aufbaut und das riecht dann halt auch so gut. So, wir machen jetzt hier in die Ecke, würde ich sagen. Machen wir einmal hier schön. Die Stühle gefallen mir. So. Wir wollen ja auch recht viele Kunden oder Gäste haben. So. Schön hier unterm Fenster. Zack. Wir können hier auch nur zwei Leute sitzen. Die müssen ja nicht gleich einen ganzen Tisch besetzen. So. Aber das wird dann nachher, glaube ich, nicht mehr machbar sein für eine Person. Da sollten wir uns vielleicht was überlegen und noch eine weitere einstellen. Aber das können wir ja machen. So, guck mal. Also mehr Geld machen wir dann. Oh mein Gott. Ich lasse es jetzt erstmal. Das wird mir auf einmal zu teuer. Tischlampe. Irgendwie süß, ne? Die ist nachher schon wieder so teuer. Aber wobei, die ist auch 80. Ihr kostet auch 80. Ja. Achso, das ist keine Topfpflanze. Ich hätte gerne so eine kleine Vase. Sowas hier, nur in klein. Für einen Tisch. Kein Tischkaktus, sondern eine kleine Tischvase. Aber das gibt's, glaube ich, nicht. Naja, egal. Ich glaube, da müssen wir sowieso erstmal drauf verzichten. Oh, warte mal, wie komme ich denn jetzt hier offen? So, und zwar, das macht alles klar. Oh, scheiße, ich hoffe. Ja, ich hoffe, dass das, ja, wir kriegen das Geld wieder rein. Wir hätten mal die Tische nicht verkaufen sollen, ne? So, Claire, bitte. Wäre der Weg darum nicht kürzer gewesen? Anscheinend kommt sie da nicht rum, das weiß ich nicht. Ist ja wie bei den Sims, da kommst du ja locker durch.
So, erstmal würde ich sagen, belassen wir das erstmal bei der einen Bedienung. Das ist theoretisch sind das nur zwei Tische mehr, ne? Ich hoffe wirklich, dass das reicht. Weil 1000, minus 1200, das ist echt viel. Oh, meine Güte, ich habe mich bestimmt wieder ein bisschen übernommen. Oh, und mir fällt gerade auf, wir sind schon bei 30 Minuten. Alter Schwede, 10 Minuten über der Zeit. Was ist denn los mit mir? Also, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage tschüss.